Moin Agents! Im sechsten Teil meines Damage Guides schauen wir uns das zweite komplette Bild an. Zwar geht's heute um das Dilemma des Verhandlungsführers, was ich ein sehr geiles Bild finde, weil man es für sehr viele verschiedene Situationen verwenden kann. Es eignet sich super zum Solospiel, aber auch perfekt für die Gruppe. Und auch beim Schwierigkeitsgrad sind keine Grenzen gesetzt. Ihr seid noch auf der Suche nach dem richtigen Gear? Habt einige Fragen zum Spiel? Dann lasst ein Abo da und schreibt in die Kommentare. Ich werde unter allen Interessenten ein Coaching verlosen. Bevor wir voll durchstarten, lasst einen Like da und schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefällt. Und wenn ihr mich mal live sehen wollt, schaut einfach mal auf Twitch vorbei. Wir starten mit einer kurzen Übersicht über das Bild. Wie ihr sehen könnt, haben wir als Spezialisierung den Richtschützen dabei. Als Hauptwaffe nutze ich das Farmer Sturmgewehr mit flinke Hände. Wir haben vier Teile vom Dilemma des Verhandlungsführers-Set, um den ganzen Bonus zu bekommen. Abgerundet wird das Ganze durch den Memento-Rucksack und eine Cheska-Brust mit vernichtend. Als erstes schauen wir uns die Spezialisierung an. Achtet wie immer darauf, dass ihr die Waffenklasse eurer Hauptwaffe geskillt habt. In meinem Fall sind es die 15% Schaden für Sturmgewehre. Speziell beim Richtschützen bekommen wir weitere gute Boni, die uns in diesem Bild helfen. Einer davon ist, dass jedes dritte Nachladen 50% schneller erfolgt. Außerdem bekommen wir 10% Rüstung zurück, sobald wir einen Feind töten. Durch diesen Bonus bekommt ihr alle 60 Sekunden 10% eurer gesamten Munitionskapazität zurück. Auch eure Gruppenmitglieder erhalten 5%. Richtig gut finde ich, dass sich die Feuerrate nach einem Kill für 5 Sekunden um 5% erhöht. Als letzten nennenswerten Bonus bekommen wir 10% Waffenhandling, sobald wir uns eine Sekunde lang nicht bewegen. Alles in allem haben wir einige gute Boni in dieser Spezialisierung, deswegen ist es für mich die perfekte Spezialisierung für dieses Bild. Als Waffe verwende ich, wie schon angesprochen, das Farmer Sturmgewehr. Wir bekommen hier 15% Sturmgewehrschaden, 21% Lebensenergieschaden und 10% Schaden gegen ungedeckte Ziele. Das Ganze bei einer Feuerrate von 900 Schuss pro Minute und einem 50er Magazin. Als Talent nutze ich hier natürlich flinke Hände. Wer die letzten Teile des Damage Guides verfolgt hat, weiß, dass das mein favorisiertes Talent für diese Waffengattung ist. Wir bekommen hier durch kritische Treffer einen 4% Bonus auf das Nachladetempo. Das Ganze kann bis zu 40 Mal gestapelt werden. Als Mods nutzen wir dreimal die Chance auf kritische Treffer. Wir bekommen dadurch insgesamt 15%. Außerdem haben wir das große Magazin mit plus 20 Patronen und minus 10% Nachladetempo dabei. Wie in den meisten Builds steht euch die Wahl der Zweitwaffe frei. Als Kernattribut auf der Maske haben wir 15% Waffenschaden. Außerdem haben wir zweimal 12% Schaden durch kritische Treffer, einmal als Attribut und einmal als Mod. Schauen wir uns nun an, was das Dilemma des Verhandlungsführersets eigentlich macht. Wir bekommen als Zweiteile-Bonus 15% Chance auf kritische Treffer, Dreiteile-Bonus bekommen wir 20% Schaden durch kritische Treffer. Richtig interessant wird es aber wie meistens beim Vierteile-Bonus. Kritische Treffer markieren einen Gegner 20 Sekunden lang. Es können bis zu 3 Gegner markiert werden. Sobald ein markierter Gegner von einem kritischen Treffer getroffen wird, erleiden alle anderen markierten Gegner ebenfalls 60% des angerichteten Schadens. Zusätzlich bekommen wir plus 2% Schaden durch kritische Treffer, sobald einer dieser markierten Gegner stirbt. Das Ganze kann bis 20 Mal bis zum Ende des Kampfes gestapelt werden. Ihr könnt den Bonus dieses Sets in verschiedensten Situationen zu eurem Vorteil nutzen. Seid ihr beispielsweise an einem Spawnpunkt und es kommen mehrere Gegner gleichzeitig, müsst ihr nicht einen nach dem anderen töten, sondern ihr könnt gleichzeitig auf mehrere Gegner Schaden machen. Das Set funktioniert aber auch super im ganz normalen Gefecht. Ihr müsst lediglich eure Spielweise ein bisschen anpassen, dass ihr nicht einen Gegner nach dem anderen runterschießt, sondern sobald ein Gegner markiert ist, auf den nächsten wechselt. Nur so könnt ihr den vollen Bonus ausschöpfen. Hat man das aber einmal drin, kann man richtig gut Schaden austeilen und wird einige Freude mit dem Bild haben. Wir gehen kurz die anderen Dilemma-Teile durch, bevor wir zum Rucksack und der Weste kommen. Auch auf dem Handschuh haben wir 15% Waffenschaden, 12% Schaden durch kritische Treffer. Ebenso wie auf dem Holster und dem Knieschoner. Hier gibt es also keine großen Überraschungen. Beim Memento Rucksack haben wir 15% Waffenschaden, 170.000 Rüstung und einen Fertigkeiten. Außerdem haben wir auch hier wieder einen 12% Schaden durch kritische Treffer Mod. Den ersten Vorteil, den wir durch diesen Rucksack bekommen, sind die zusätzliche Rüstung und der Fertigkeitenrang. Da wir auch in diesem Bild mit dem Schild spielen, haben wir hier schon einen Schildfertigkeitenrang 2. Dadurch hält unser Schild einiges mehr aus und wir können dem Feuer der Gegner länger standhalten. Außerdem verlieren Gegner, die wir töten, eine Trophäe. Sobald wir diese aufsammeln, bekommen wir zwei verschiedene Boni. Einmal den Kurzzeitbonus, der uns über 10 Sekunden verschiedene Boni gibt. Da das Ganze mit der Anzahl der Kernattribute skaliert, bekommen wir in unserem Bild 30% Waffenschaden, 10% Bonusrüstung, 5% Fertigkeitenschaden. Außerdem bekommen wir über den Langzeitbonus 1% Waffenschaden, 1% Fertigkeiteneffizienz und 0,1% Rüstungsregeneration. Das Ganze kann bis zu 30 Mal gestapelt werden, also auch hier wieder bis zu 30% mehr Waffenschaden.
Dieser Bonus hält 5 Minuten und wird nach jeder eingesammelten Trophäe wieder zurückgesetzt, sprich ihr habt jedes Mal neue 5 Minuten Zeit, um eine weitere Trophäe einzusammeln. Wer noch mehr über die genaue Funktionsweise des Rucksacks erfahren möchte, kann gerne nochmal einen Blick in mein Video über die exotischen Teile werfen. Ich werde euch das Video oben rechts verlinken und außerdem nochmal in die Beschreibung reinpacken. Kommen wir als letztes zur Weste. Wir haben, wie schon angesprochen, eine Jeskar-Weste, die uns 10% Chance auf kritische Treffer über den Branded-Bonus gibt. Außerdem haben wir auch hier wieder 15% Waffenschaden, 6% Crit-Chance, 12% Crit-Schaden und einen 6% Crit-Chance-Mod. Als Talent nutzen wir hier vernichtend. Kritische Treffer erhöhen unseren Waffenschaden für 5 Sekunden um 1%. Das Ganze kann bis zu 25 Mal gestapelt werden. Da wir bei unserem Sturmgewehr eine sehr hohe Feuerrate haben, ist es das optimale Talent für dieses Bild. Als Skills nutzen wir einmal das Kreuzfahrerschild. Dieses kommt mit 2,2 Millionen Lebensenergie, knapp 50.000 Aktivregeneration und 79.000 Regeneration im Holster. Wir erreichen das Ganze über unsere Mods. Wir haben einmal 5% Aktivregeneration, außerdem haben wir zwei Mods, die uns insgesamt 9,6% Regeneration im Holster geben. Außerdem habe ich noch den Wiederbeleber-Drohnenstock dabei, der immerhin zwei Ladungen hat durch unseren Memento-Rucksack. Werfen wir nun noch einen Blick auf die gesamten Werte. Die Waffe hat 101.639 Schaden. Wir sind bei 60% Crit-Chance genau am Cap, haben 149% Schaden durch kritische Treffer. Außerdem haben wir noch 75% Kopfschussschaden und 21% Lebensenergieschaden. Auch unsere Rüstung profitiert eben vom Memento Rucksack. Dadurch haben wir 913.000 Rüstung und bekommen ca. 91.000 Rüstung bei Tötung zurück. Falls ihr das Bild hauptsächlich in der Gruppe spielt, möchte ich euch hier noch eine zweite Alternative ans Herz legen. Ich habe hier den exotischen Memento Rucksack durch einen mit Wachsamkeit ersetzt. In meinem Fall ist es ein Jeskar-Rucksack. Wie ihr sehen könnt, haben wir auch hier überall Waffenschaden und Crit-Chance und Crit-Schaden. Als Talent kommt hier Wachsamkeit zum Einsatz. Dieses erhöht unseren gesamten Waffenschaden um 25%. Nimmt man jedoch Schaden, wird diese Stärkung für 4 Sekunden lang deaktiviert. Vorteil hier gegenüber dem Memento-Rucksack ist, dass ihr nicht dauerhaft Trophäen einsammeln müsst und auf Kills angewiesen seid. Wenn ihr hier mit Schild spielt, könnt ihr Wachsamkeit sehr gut aufrechthalten und habt somit häufig die 25% Bonusschaden. Da ich jetzt in diesem Fall einen Jeskar-Rucksack gewählt habe, weil ich keinen Fendris habe, musste ich auch die Brust auf eine Fendris tauschen, um hier 10% Sturmgewehrschaden zu bekommen. Weitere Alternative wäre hier das Grupo Sombra Brandset, über das wir 15% Crit-Schaden bekommen würden. Es spielt hier keine Rolle, ob Fendris als Brust genutzt wird. Solltet ihr einen passenden Rucksack von Fendris mit Wachsamkeit haben, könnt ihr natürlich auch den nutzen und müsst somit nur ein Teil austauschen. Im Vergleich nochmal zum Setup von vorhin, wir bekommen hier knapp über 106.000 Waffenschaden, auch wieder die 60% Crit-Chance und 173 Schaden durch kritische Treffer. Die restlichen Schadenswerte bleiben gleich, jedoch verringert sich auch unsere Rüstung auf 726.000. Als dritte Alternative könnt ihr auch ein anderes Brusttalent wählen. Wenn ihr den maximalen Schaden aus dem Set rausholen wollt, kann ich euch das tadellose Vorbild ans Herz legen. Der Brandset-Bonus spielt hier keine Rolle, es geht lediglich um das Talent. Auch hier haben wir wieder die gleichen Attribute und Mods wie bei den anderen Teilen. Für richtig guten Schaden sorgt hier aber das Talent. Der perfekte Fokus erhöht unseren Waffenschaden um 6% für jede Sekunde, die wir mindestens im 8-fach-Zoom sind. Das Ganze geht bis 60%. Wichtig hierbei ist aber, dass ihr mindestens ein 8-fach-Scope spielt. Da ist eben auch der kleine Haken. Wenn ihr damit umgehen könnt, ist das ein super starkes Set, da ihr einiges an Schaden mehr rausholen könnt. Aber ihr könnt einfach selbst testen, ob ihr mit dem Talent klarkommt und dann sehen, ob es was für euch ist oder nicht. Die restlichen Teile bleiben hier gleich, entweder ein Jeskar-Rucksack mit Wachsamkeit oder eben wie im ersten Set der Memento. Solltet ihr weitere Fragen zu dem Bild oder einen der verschiedenen Varianten haben, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann holt es schnell nach, um keinen weiteren Content rund um Division 2 zu verpassen. Natürlich würde ich mich auch über ein Like für das Video freuen. Wenn ihr mich mal live sehen wollt, schaut einfach mal auf Twitch vorbei. Viel Spaß noch mit dem restlichen Gameplay, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, macht's gut, euer Schlumpf666. Ciao!